Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist eure Barbara von Sternklang Kartenlegen am 29. Mai, am heutigen Freitag. Ich habe euch für heute die Karte das Herz gezogen. Und das Herz ist ja ein Symbol für unsere Gefühle und für unsere Liebesbeziehung. Und wenn eben dieses Herz gezogen wird, dann wissen wir, dass es um emotionale Fragen geht oder dass wir an diesem Tag mal tiefer gehen sollen und unsere Gefühle erkunden und uns nicht so sehr den Kopf zerbrechen sollen. Das heißt, heute einfach mal auf euer Herz hören und so ein bisschen den Verstand ausschalten. Es geht nämlich um das, was in unserem Herzen ist, was wir uns wünschen, dass wir brauchen und um eben die Menschen, die wir lieben. Und dass es an der Zeit ist, einer Beziehung Liebe und Fürsorge zu geben, eben füreinander da sein und eben auch mal hinterfragen, wenn wir jemanden lieben, der das vielleicht nicht erwidert oder wo wir es einfach nicht wissen, einfach mal hinterfragen, tut es uns gut oder ist es eher eine Belastung? Also folgt eurem Herzen heute. Und überlegt euch, ob es gut ist, immer nur diesen Weg des Herzens zu gehen. Ich meine, wenn eine Liebe erwidert wird, wenn was zurückkommt, dann ist es natürlich auf jeden Fall gut, diesen Weg zu gehen. Aber eben gibt es natürlich auch welche, die verliebt sind und wo das nicht erwidert wird. Und dass wir uns da mal fragen, ist es richtig, das Herz weiter daran zu hängen oder ist es doch besser, das loszulassen? Das sind diese Fragen, die ihr euch heute stellen sollt. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag. Bis morgen, eure Barbara.